Wie haben Sie den Mauerfall erlebt? Ich habe das am Tag danach erfahren, durch die Nachrichten. Und dadurch, dass wir Verwandte drüben haben, haben wir uns natürlich riesig gefreut. Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Und da wurde das Bild bekannt. Also die ganzen Demo, die in Leipzig und so war, das haben wir alles zu spät mitbekommen, was da los war, dass sie auf der Straße gegangen sind. Ne? Wir haben das bloß im Fernsehen gesehen und eben dann, wenn man von der Arbeit kam, hat man Angst gehabt, dass es eben im Krieg enden würde. Ne? Und Gott sei Dank ist das ja gut ausgegangen. Zu dem Zeitpunkt des Mauerfalls waren wir beide auf einem Kongress in Düsseldorf gewesen. Am Freitagabend hieß es, die Mauer fällt, und am Sonntagmorgen sind wir in Düsseldorf gestartet, um nach Hause zu fahren. Und auf der Autobahn, auf der Hansa-Linie, kam uns zunächst mal ein Trabi entgegen. Dann kam noch einer und noch einer und noch einer, und irgendwann kam eine ganze Trabi-Armada uns entgegen. Und da wussten wir, die Grenze ist offen, die Mauer ist gefallen. Für mich war es irgendwie gar nicht so ein großes Thema. Ich habe studiert, das war mein Thema, irgendwie mein Studium, meine Prüfungen und ja. Ja, den Mauerfall habe ich am Fernseher erlebt. Ich selber bin aus Dresden, war aber schon in Oldenburg zu der Zeit und 84 Stunden hergekommen. Ja, habe mich für die Verwandtschaft gefreut, die da drüben noch sind, die nun endlich auch uns mal besuchen kommen. Ja, wir haben es abends ganz spät in den Nacht-Tagesschau-Nachrichten gehört. Unglaublich, kann nicht angehen, ist da irgendwie ein Fehler drin. Aber dann sah man die ersten Fotos und haben gesagt, ja Mensch, eigentlich, das darf man nicht versäumen. Man müsste eigentlich von Hamburg aus hinfahren. Aber da es dann schon diese ganz Late-Night-Nachrichten waren, haben wir es dann doch nicht mehr. Aber waren natürlich am Ball und haben wenn irgendwas kam im Radio, haben wir es gehört und konnten es immer noch nicht richtig glauben.